So, willkommen zurück zu Coffee Geeks 2, je nach des Rahmen. Ich habe letztes Mal hier was vergessen, nämlich. Nö, Silvio nicht, Bulko. Genau, hier gibt's auch nichts Neues. Aber ich habe doch jetzt, glaube ich, drei Leute. Du hast es Bulko aber ganz schön gezeigt, Schätzchen. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln. Hier, iss erst mal einen Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Hey, sie redet mit mir. Cool. Nee, was ich meinte. Bei dem da sollte ich als Aufnahmequest drei Leute von Silvios Männern umlegen. Und das habe ich ja jetzt, glaube ich, mittlerweile geschafft, ne? Bisher hatte ich zwei. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Ich habe Burgo besiegt. Hab ich mitgekriegt. Reife Leistung. Rod sieht nicht mehr ganz so gut aus. Festa hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Das reicht, das reicht. Ich bin beeindruckt. Wenn Lee mich fragt, kann ich bedenkenlos für dich stimmen. Tja, das ist nett. Ich will zwar kein Söldner werden, aber die Quest war wohl noch offen. So, Teklas Eintopf, Lebensenergie 20, Stärke 1. Stärke 1, dauerhaft? Cool, nehme ich. Ach so, natürlich. Jetzt verstehe ich auch, warum ich hier danach fragen kann. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Nicht mal ein kleines Schüsselchen? Nein. Kann ich den Topf auslecken? Jetzt hör aber auf. Wenn du so wild bist auf den Eintopf, dann musst du auch was dafür tun. Was? Geh zu Sagitta, der Heilerin hinter Seekops Hof, und bring mir ein Päckchen mit Kräutern von ihr. Wenn du mir die Kräuter bringst, mache ich dir einen Eintopf. Oh, das ist ja lieb. Ja, gerne. Da will ich gerade eh hin. Trifft sich gut. Vielen Dank, Thekla, für den Eintopf und für die Aufgabe. Ich weiß gar nicht, warum er sich so Genau, und jetzt kann ich hier nach drüben laufen, ne? Richtung Banditen und Richtung Sagitta. Ich muss bloß aufpassen, dort hinten im Wald ist, soweit ich weiß, ein Schattenläufer, dass ich dem nicht über den Weg laufe. Wo gehe ich zuerst hin? Gehe ich zuerst zu Sagitta oder gehe ich zuerst zu den Banditen? Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, ich gehe zuerst zu den Banditen. Weil, puh, nö, ich geh erst zu Sagitta. Ich gehe erst zu Sagitta, das ist nämlich kürzer, und danach gehe ich zu den Banditen. Und zurück kann ich mich ja teleportieren. Der längste Weg ist hier vom Söldnerlager zu den Banditen. Und den längsten Weg kann ich mir ja sparen, indem ich mich dann einfach zurück teleportiere. Ja, so geht's ein bisschen schneller. Finde ich gut. Guter Plan. Erstmal hier ein bisschen Blutfliegen kloppen. Macht immer Spaß, ne? Wenn man trifft zumindest. Sag mal, trifft doch mal. Geht doch. Meine? Da waren doch gerade nochmal zwei, ne? Genau. Und nein, für die gebe ich keinen Mana aus. Das sind sie mir nicht wert. Diese kleinen Biester. Aha, jetzt komm schon. Weißt du, die eine. Ja, siehst du, also einmal mit einem Schlag und einmal mit keine Ahnung wie vielen Schlägen. Finde ich ja schon ein bisschen seltsam. Allerdings würde ich gerne natürlich mehr dieser starken Schläge ausführen. Dafür müsste ich mein Zweihandskill erhöhen. Denn die Prozentzahl dahinter, rechts oben, ist ja nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit auf den kritischen Treffer. Und ja, das müsste ich dann mal machen, ne? Ui, Schattenläufer. Aber ich will zu Sagitta. Das heißt, ich muss da irgendwie vorbei. Ich hoffe mal, ich komme hier vorbei. Ohne ihn aufzuwecken oder aggressiv zu machen. Oh, ein Drachensnapper. Hey, zwei Drachensnapper. Das wird immer besser. Oh. Schattenläufer, sei brav. Sei vernünftig. Ich tue dir nichts. Dann tust du mir auch nichts, ne? Das war der Deal. Bitte, bleib weg. Guck mal, du siehst mich gar nicht mehr. Wenn du mich nicht siehst, bin ich nicht mehr da. Ach je, ich brauche 130 Leben. Aber, ach Moment, sie kann mich doch heilen, ne? Hier. Heile mich. Lass mich sehen. Meine Salbe lindert deine schlimmsten Wunden. Dankeschön.
Das ist nett. Thekla hat mich geschickt, ein Päckchen für Sie abzuholen. Ach ja. Ich hatte Sie eigentlich schon vor Tagen hier erwartet. Hier hast du das Päckchen. Pass gut darauf auf. Jep, dankeschön. Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Ich hätte gerne dauerhafte Boni auf wahlweise Leben, Mana oder Stärke. Was hast du denn? Sonnenaloe, okay. Snapperkraut, Drachenwurzel, Stärke plus 1. Ja, nehme ich. Nehme ich gerne. Reines Mana. Ist das das? Ja, genau. Das sind die Tränke, die alles auffüllen. Verwandlung Varan. Nee. Ansonsten, gut zu wissen, wenn ich was brauche. Bergkristall, Gletscherquarz, Laborwasserflaschen, Schwefel, Kohle. Kann ich bei ihr kaufen? Grundstöckel? Wenn auch nur einen. Boah, ist der teuer, der Grundstöckel. Nee, nee, nee. So, Stärke 39 und Stärke 40. So. Gut, ich bin vollständig geheilt. Mein Mana dürfte voll sein. Genau, ich habe es ja nicht benutzt. Dementsprechend müsste ich jetzt weiter durch den Wald gehen können, um mich mit den Banditen anzulegen. Bloß irgendwo hier war ein Drachensnapper, ne? Den will ich jetzt nicht in die Pfoten laufen. Den Weg will ich nicht kreuzen. Oh, und einen Suchender. Na, klasse. Versuche ich mir hier so quer durchzugehen. Feldräuber, ja. Mit Feldräuber. Ja, Goblin-Skelett, komm her. Damit komme ich zurecht. Ich überlege, was für Probleme ich hatte mit so Goblin-Skeletten, als ich zum ersten Mal bei der Pyramide da war. Da hinten ist noch ein Skelett. Ich mache plötzlich nur ein Goblin-Skelett. Oh, noch ein Zombie in der Klasse. Komm her, Skelett. So. Das wäre doch gelacht, oder? Hier, zweimal Feuer. Was? Warum? Ihr war doch tot. Nein! Verdammt! Ach, ich Depp. Ich hab dir doch umgelegt. Warum hat das nicht geklappt? Warum hat es nicht funktioniert? Die waren doch tot, die Deppen. Tun wir mal so, als hätte ich es geschafft. So, 270 Lebenspunkte und 50 Mana. So, tun wir mal so, als hätte ich überlebt mit einem Lebenspunkt. Oh mein Gott! Die waren doch tot. Ich habe zweimal gezaubert, das Feuer kam. Da ist nichts zu holen. Ja? Und plötzlich bin ich tot umgefallen. Was soll das? Hä? Was? Was? Doch nicht? Hä? Wo kommst du denn her? Hä? Die waren doch beide tot. Nee. Wo ist denn das Skelett jetzt wieder hin? Skelett? Kommt ein Skelett. Ah, Zombies! Nein, ich will keine Zombies! Oh Mann! Was war das denn bitte gerade mit den Skeletten? Muss ich das verstehen? Ich verstehe es nämlich nicht. Ah, Drachensnapper! Dämliche Zombies, ey! Verfolgen die mich jetzt, oder was? Mach ich die mal kaputt? Ich meine, geht ja, ne? Ich erlöse dich doch gerne von deinen Schmerzen. Hast du wenigstens irgendwas dabei? Da ist nichts zu holen. Nee, hast du nicht. Was macht der Suchende hier vorne, bitte? Skelett hin. Das war doch gerade noch da. Da ist noch ein Zombie. Oh Mann! Hast du irgendwas dabei? Nichts zu holen. Nicht meine Seele. Wo ist jetzt der Suchende hin? Der war doch gerade da. Suchender, wo bist du?
Verdammt, die kloppen gerade Fellräuber, ne? Sag mal, wie mies zielst du denn, Junge? Ziel doch mal richtig. Und triff bitte. Das kann ja nicht... ach so, ja, mhm. So, Waffe ausrüsten. Und ich habe mal wieder die 4 im Inventar gedrückt. Da will ich hin. So, ihr Banditen. Nehmt das. Vielleicht sollte ich der Vollständigkeit halber den hier machen. Ich bin ja schon mal gestorben, ne? Jetzt habe ich nicht genug Mana. Ja, weil ich einen Feuerpfeil gemacht habe. Ich Idiot. Na, was soll's. Kommt her! Ach, den habe ich ja getroffen gehabt vorhin. Hey, find ich gut. Bier. Leider nicht Korragons Spezial, ne? Dunkles Paladiner. Schade. Dunkles Paladiner, aber... 1, 2... Wenn ich davon 5 trinke... Sollte ich doch wieder 25 Mana haben, oder? Genau, dann kann ich wieder genau einmal zaubern. Und dann muss ich jetzt keinen Trank verschwenden für 5 Mana. Hier oben, ich würde dann 20 Mana verschenken sogar, ne? Verschwenden. Genau. Spare ich mir ein bisschen was. So, wen habe ich von euch vorhin getroffen? Keine Ahnung, hat sich wohl wieder geheilt? Ich nehme mal dich da, weil du einfach da im Weg stehst. So, einer weniger. Und mit einem Einzelnen werde ich, glaube ich, im Nahkampf fertig. Bleib stehen! Noch einer? Wer hat dann gerade gesagt, bleib stehen, du Lump? Vielleicht war das der hier. Weil ich aus seiner Reichweite, weil er aufgehört hat, mich mit dem Bogen zu verfolgen, vielleicht. Das könnte sein. So, was hast du dabei? Bromors goldene Schale stand da gerade. Bromor, wer ist Bromor? Ich kenne Bromor nicht. Ah, was hier alles rumliegt, hey. Nochmal ein Degen der Banditen. Und es ist immer noch nicht genug... Oder sind es genug Beweise? Ich weiß es nicht. Links, rechts, rechts. Hier. Hab ich denn genug Beweise? Habe ich schon mit Martin gesprochen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Lieferung? Was? Lieferung? Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links. Okay. Käse, Pech, Kriegsball, Gold. Oh, nehm ich. Jetzt hab ich wieder so Unsinn hier im Inventar wie Käse oder Fisch. Oder Brot. Oder Seemannskrog. Oder Bier. Das ist Blödsinn. Brauche ich alles nicht. Weg damit. So, Blauflieder hebe ich mal auf. Könnte noch nützlich werden. Dann ist vielleicht hier noch einer drin. Nö, aber ein Wagfell. Lucias Abschiedsbrief. Guck mal. Ein paar Fälle. Da wird sich Bosper freuen. Eine Reptilienhaut. Was bitte? Eine Reptilienhaut? Gibt es hier Reptilien? So Echsen oder so? Fände ich gruselig. Ich hoffe mal nicht. Moment, was habe ich da jetzt gerade mir geschnappt? Irgendwie eine Lieferung oder so, ne? Was ist das? Das ist ein Zettel, Lieferung. Das ist mal wieder typisch. Ach, Fernando, guck mal. Das sollte jetzt aber genug Beweis sein für... Mein Mann sieht das anders. Für den Waffenhändler. So, warte mal. Und dann war da noch Lucias Abschiedsbrief, ne? Wo ist denn der? Da. Mir fehlen die Worte zu beschreiben, wie leid es mir tut.
tut mir leid, es ist besser für uns beide, wenn du dir ein anständigeres Mädchen als mich suchst. Da, wo ich hingehe, werde ich nicht mehr zurückkehren. Vergiss mich, eine Dirne wie ich ist nicht so ein aufrechter Kerl, wie du einer bist. Leb wohl. Eine Dirne? Bin ich hier nicht? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Bin ich hier nicht? Beim Wort L? Kam sie hierher, Lucia? Hey, Brummor! Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so, ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Ach, guck mal. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Ich habe die Schale gefunden, die Lucia dir gestohlen hat. Großartig. Das wurde aber auch Zeit. Willst du gar nicht wissen, wo Lucia ist? Nein, wieso? Die Schale ist doch wieder da, oder nicht? Es ist bisher ohne Lucia gegangen, dann wird es das auch weiterhin. Reisende soll man nicht aufhalten. Wie sieht's aus mit Finderlohn? Du kannst dich mit einem meiner Mädels umsonst vergnügen. Ist das nichts? Ja. Abgemacht. Hier deine Schale. Danke. Geh zu Nadja. Sie wird dich nach oben begleiten. Gut. Warum sollte ich ihn fragen, ob es ihm gut geht? Moment, warte mal. Wie war das? Ich habe doch da irgendwie so ein dämliches Gefühl. Erbrumor. Mhm, das ist der da. Der ist besessen. Der ist besessen. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich ihn frage, ob es ihm gut geht. Vielleicht kann ich ihn deswegen fragen, weil ich weiß, dass er besessen ist. Ja. Das war's. Wir sind nicht dumm. Du kannst uns nicht entkommen. Hä? Jetzt greift er mich an? Ist es? Niemals. Also, ich werde dich nicht umlegen. Du bist nur besessen. Wobei, Blödsinn, müsste ich doch, ne? Um den Almanachen zu kriegen. Stimmt. Da war was. Mach ich aber nicht jetzt. Die Folge ist nämlich bald zu Ende. Ich werde jetzt erstmal hier wegen dem Waffenhändler mit Martin quatschen. Ich habe jetzt endlich dieses Beweis. Das sollte jetzt aber endgültig reichen, oder? Wegen des Waffenhändlers. Geht doch. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Diese Liste der Lieferung von Waffen und anderen Dingen an die Banditen hier trägt die Unterschrift von einem gewissen Fernando. Außerdem hat Fernando, der alte Händler aus dem oberen Viertel, zugegeben, mit den Banditen Geschäfte gemacht zu haben. Ich denke, das reicht. Fernando also. Na, der kann was erleben. Und dabei tut er immer so, als könne er kein Wässerchen trüben. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Strafe absetzt, bis er schwarz ist. Reife Leistung, das muss ich schon sagen. Watras wird sich freuen über diese guten Nachrichten. Ah, vielleicht kann er mir dann ja... Was hast du anzubieten? Dann pass... Ein gutes Wort einlegen, ne? So, Mulred Fett, oh, das kostet nur 10, das nehme ich mal mit. Wenn ich mal wieder bei der Winde oben bin, bei der Höhle, in Richtung Steinkreis und im Wald... Dann kann ich mal versuchen, die Winde zu bedienen. So, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, die Folge ist eigentlich schon zu Ende, in wenigen Sekunden. Ich gehe jetzt mal zu Watras, nochmal wegen dem Waffenhändler. Und das wird noch viel schlimmer. Und ansonsten würde ich dann hoffen, dass Watras mir endlich sein Okay gibt, das Ornamentteil, Ornamentring, irgendwie sowas, keine Ahnung, was die Wassermagier zusammengesetzt haben. Dass ich das endlich kriege, weil ich will endlich in die Erweiterung. Ich laufe hier die ganze Zeit hier in Korinnes rum, auf der Insel Korinnes, aber ich will ja eigentlich in die Erweiterung rein. Und das schon seit gefühlt 20 Folgen oder so.
Na, ich meine, immerhin habe ich ein paar Quests gelöst, ich bin stärker geworden und ich würde gerne Vatras sehen, wenn ich mit ihm rede. Besser. So, hier. Wegen dieses Waffenhändlers. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen? Ja, Martin wird dafür sorgen, dass er den Kerker sobald nicht mehr verlässt. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Heißt das, du wirst mich jetzt in den Ring des Wassers aufnehmen? Das war nicht unsere Abmachung. Und das weißt du genau. Möge Adanos deinen Weg erleuchten. Okay, ich muss die Vermissten suchen. Okay, dann werde ich mal ganz gemütlich... ganz gemütlich. Aber richtig gemütlich. Hier weitermachen. Also, beziehungsweise nicht blödsinnig hier weitermachen, sondern ich werde ganz gemütlich mein Tagebuch nochmal durchlesen, bevor ich hier weitermache. Um herauszufinden, was zum Henker ich hier übersehe bei den Banditen. Bei den Vermissten. Also da Lucia ja eine Vermisste war und Average war ja auch bei einem Banditenlager, gehe ich mal davon aus, dass die Banditen irgendwas damit zu tun haben. Aber erstmal das hier, ne? Hier ist das Päckchen von Sagitta. Danke sehr. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich habe gehört, du hast Bennett geholfen, aus dem Gefängnis zu entkommen. Reife Leistung, Kleiner. Hä? Noch einer? Cool. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Das will doch keiner wissen. Ich hab nichts mehr. Komm später nochmal wieder. Es gibt doch nur noch mehr. Cool. Hab ich jetzt zwei, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Wie, ich hab nur einen... Hey, ich hab dir doch dein Paket gebracht. Manö, ich dachte, ich kriege jetzt für das Paket einen Eintopf. Ist doch wahr. Hast du gesagt. Manö. Nun denn, es ist 13.22 Uhr. So, wo wollte ich hin? Ich werde eine Runde pennen. Und ich werde mich im Tagebuch nochmal gemütlich umschauen, ob ich da nicht irgendwas übersehen habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich hoffentlich weiß, was ich hier als nächstes tun muss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.